Das ist ja krass, ich kann euch gar nicht sehen. Ich muss mich jetzt mal an das Licht gewöhnen. Ja, danke, Tobias, für die warme Begrüßung. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Thorsten Schäßner, ich bin Lyriker, Satiriker, Kolumnist, Politpoet. Boah. So, und Verdi-Mitglied. So. Ja, klar. Ja, das wollte ich nur mal sagen, ich bin einer von uns. So. Die Sache ist die, wenn ich irgendwo hinkomme, wo mich so gut wie keiner kennt und wo ich so gut wie keinen kenne und wo ich auch so gut keinen erkenne, ich meine, das ist gar nicht unangenehm, das konnte ruhig so bleiben, also, nein, schon ein bisschen besser jetzt, jetzt sehe ich wenigstens, dass da wer sitzt. Dankeschön. Was ich vergessen habe, wenn irgendjemand von euch in die Nähe eines Wassers und eines Glases käme, das wäre sensationell, weil ich habe das vergessen, mir hier mitzubringen. So, also nochmal von vorne. Mein Name ist Thorsten Schäßner, Lyriker, Satiriker, haben wir schon was gehabt. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo mich keiner kennt oder wo ich keinen kenne und ich überhaupt nicht weiß, was die Menschen von mir erwarten und die Menschen auch im Grunde eine relativ dezente Erwartungshaltung haben, weil sie nichts kennen von dem, was ich mache, dann habe ich immer mindestens drei von diesen Ordnern mit, in denen fast alles steht, was ich in meinem Leben jemals geschrieben habe oder in den letzten 5 Jahren oder so. Weil ich mich dann anhand des Publikums und der Stimmung im Saal durch diese Ordner hangle. Dann habe ich kein festes Programm, wo ich sage, pass auf, das sind jetzt die 2 Stunden, die ziehst du jetzt erbarmungslos durch. Wir haben alle, ihr und ich, keine Ahnung, wo uns dieser Abend heute hinführt. Damit ihr mich aber gleich beim ersten Text ein bisschen mehr kennenlernt, lese ich euch einen Text vor, der ist aus meinem neuen Werk, das irgendwann hoffentlich auch mal fertig wird, das da heißt, wem passiert denn sowas? Also ich lebe in Braunschweig. Und in dieser Stadt, in der ich 50 Jahre lebe, ist mir unglaublich viel passiert. Das habe ich mal so autobiografisch versucht aufzuschreiben. Ich bin auch sehr froh, dass die GEW heute da ist. Ich habe auch eine schöne Geschichte aus meiner Schulzeit mitgebracht. Und ja, und hier in dem Ordner ist die politische Lyrik. Und da kommen wir dann auch noch zu. Also ich möchte mit dem ersten Text euch mich so ein bisschen näher bringen. Und das ist für mich im Moment ein extrem wichtiger Text. Hätte ich gar nicht gedacht, den habe ich vor 1,5 Jahren geschrieben für diese autobiografische Erzählung eben und habe nicht gedacht, dass der so eine Wirkung entwickeln kann. Manchmal ist das so. Der heißt nämlich, und das zum Karneval passt das eigentlich ganz gut, nur das Kostüm hätte ich tatsächlich dieses Jahr nicht anziehen können in Braunschweig. Aber egal. Die Geschichte heißt Uniform contra Clementine, das Tauschgeschäft der Klassenfeinde. Dazu muss ich kurz was sagen, in meiner Region wissen das natürlich alle. Parallel zu meiner Entwicklung als Lyriker und Satiriker hatte ich früher in Braunschweig 2 Obstläden. Meine Familie kommt aus der Obst- und Gemüsebranche und 1989, als die Mauer fiel, hat mich die Obstbranche im Prinzip gerettet. Ich war pleite, arbeitslos und orientierungslos, wie man so ist mit Mitte 20. Dann fiel die Mauer und ich habe gedacht, jo, und dann sind wir da hingefahren nach Magdeburg, weil mein Vater, der die Familie Stelzner ursprünglich aus Magdeburg kam, und haben Obst gedealt in Magdeburg. Und dieses Obstdeal hat mir dann so viel Geld beschert, dass ich anschließend, als ich wieder nach Braunschweig kam, nicht nur meinen ersten Obstladen aufgemacht habe, sondern mit dem Geld auch meine erste CD finanziert habe. Darum gehört das alles zusammen. Also diese ganzen Geschichten und die politische Lyrik und die ganze Entwicklung, das gehört alles zusammen. Und diese Geschichte ist halt, finde ich, extrem wichtig für diese Entwicklung. Also Magdeburg. Der Wochenmarkt wurde zu unserem ersten Zuhause. In Braunschweig waren wir eher nur noch zum Schlafen und am Wochenende. Wir trugen uns sogar mit dem Gedanken, nach Magdeburg zu ziehen und durch das Eröffnen eines Obst- und Gemüseladens unser Vagabundenleben aufzugeben. Aber erstmal suchten wir Personal. Und das fanden wir ziemlich schnell. Ein junger Familienvater namens Rolf Müller ergriff die Initiative und bewarb sich bei uns. Kess hemmungslos, selbstbewusst, entschlossen, charmant und stadterkannt. Besser ging's nicht. Ein wahres Verkaufstalent. Er ließ so gut wie niemanden, den er kannte, an unserem Stand vorbeiziehen. Und er hatte auch überhaupt keine Hemmungen, alle, die er nicht kannte, trotzdem anzuquatschen. Er genoss es förmlich, den Obststand auch als Bühne zu betrachten. Vor allem die jungen Frauen nahm er durch seine unbekümmerte, direkte Art im Sturm. Na, meine Schöne, was kann der Rolf denn heute für dich tun? Freche Früchtchen, junges Gemüse, alles eigene Ernte, darfst du ruhig mal anfassen. Nur ganz zart drücken, sonst wird's zu schnell weich. Ein echter Magdeburger Junge.
Er passte verdammt gut in unser Ensemble. Wir hatten Spaß, ganz besonderen Spaß bereitete er mir mit seiner Respekt- und Hemmungslosigkeit, als eines Mittags ein stattlicher russischer Soldat, ein Offizier, wie sich später herausstellte, mit seiner Gefolgschaft zum Einkaufen an unserem Stand kam. Die Begegnungen mit den Besatzern, dem Brudervolk, dem Klassenfeind, wie auch immer man das betrachten mochte, brachten an sich schon immer auch eine besondere Atmosphäre mit sich, denn die Reaktionen am Stand waren eben je nach Betrachtung recht unterschiedlich. Von feindselig bis ehrfurchtsvoll, devot und freundlich bis gleichgültig war alles dabei. Der gleichgültigste war meistens ich. Der sogenannte, wie auch immer, stigmatisierte Russe war für mich nur ein Kunde, so wie alle anderen auch. Mit einem Unterschied. Und das war denn dem einen oder anderen DDR-Bürger dann doch schon Unterschied genug. Und führte manches Mal zu heftigen Pöbeleien. Die Offiziere, nicht der gemeine Soldat, verfügten über auffallend liquide Mittel und kauften freudig und ungehemmt fast alles, was der Wessi-Obststand so hergab. Vor allem Exoten hatten es ihnen angetan, wohingegen der Durchschnitts-Ossi sich weitgehend auf Bananen und Zitrusfrüchte stürzte, machte sich der im Häkchen Wohlstandsrusse über Ananas, Kiwi, Mangos her und äußerte gelegentlich auch Sonderwünsche. Kannst du mitbringen, Melone, Papaya? Wie gesagt, Kunde ist Kunde, so brachten wir alles mit. Und die Russen wurden zu Stammkunden. Und nun, an diesem Mittag stand dieser Soldat vor unserem Stand in eben seiner extrem beeindruckenden Uniform. Und ich sagte zu Rolf, cool, so ein Mantel, so eine Uniform, als Andenken, hätte ich schon gern. Und Rolf quatschte ihn an. Sofort, direkt und unverblümt, während ich flott weiter bediente, erklärte Rolf ihm, dass sein Chef, der Wessi, also ich, ganz gern so einen Mantel hätte. Weil sowas Gutes haben die im Westen nicht. Die Russen reagierten überhaupt nicht, ignorierten seine Erklärung völlig, beendeten ihren Einkauf und verschwanden. Und Rolf und ich blieben etwas ratlos zurück. Ihr Abgang wirkte ein wenig wie der Apachen in Winnetou 1, als Sam Hawkins erklärt, dass die Indianer immer dann am gefährlichsten seien, wenn sie stillschweigend davonritten. Die Russen waren davongeritten. Und wir waren etwas verunsichert. Hatten wir da jetzt eine Grenze überschritten? Hatten wir sie in ihre russische Soldatenehre verletzt? Damit, dass wir Wessis glaubten, wir Kapitalisten können alles kaufen. Und die Russen verkloppen sowieso alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich hatte letztlich auch die Befürchtung, dadurch einen Kunden verloren zu haben. Hatte ich nicht. 3, 4 Tage später waren sie wieder da. Diesmal nicht wie gewohnt eingereiht in die Schlange der Kunden vor dem Obststand, sondern in Persona eines relativ kleinen, schmächtigen, drahtigen Soldaten mit stierem Blick und extrem gerenderten Augen hinter dem Obststand. Ich bemerkte ihn erst, als er mir auf die Schulter tippte. Ich erschrak, drehte mich zu ihm um und er forderte mich im kantigen, gebrochenen Deutsch, welches keine Widerrede zuließ, auf, du, komm mit. Und ich dachte, was? Wie? Warum? Wohin? 1990? DDR? Ein russischer Soldat fordert dich, den Klassenfeind, den Imperialisten, den Kapitalisten, den Obsthändler, der einfach so den Magdeburger Wochenmarkt okkupiert hat, um sich am Brudervolk zu bereichern, auf mitzukommen. Frag nicht, ob du Zeit hast, sondern deutet knapp an, in welche Richtung du ihm jetzt ohne Widerrede zu folgen hast. Ich blickte etwas hilf- und ratlos zu meinem vorlauten Mitarbeiter, dem ich diese Szene offensichtlich zu verdanken hatte, und der nickte nur und meinte, ist okay, ich mach das schon hier. Und ich schlappte leicht verunsichert mit flauen Gefühlen in der Herz-Magen-Grube hinter dem Kalfaktor des immer noch eine gewisse Macht ausstrahlenden Besatzungsoffiziers hinterher. Wir entfernten uns zügig vom Wochenmarktgeschehen. Der eine oder andere Zoni, der uns entgegenkam, blickte etwas ungläubig. Denn die Kombination Chiquita-Schürze und russische Uniform war bisher in ihrer bananenarmen Bananenrepublik noch nicht so oft vorgekommen. Wir bogen hinter der Nikolaikirche in Magdeburg in eine Seitenstraße ein. Mein Wohlbefinden verbesserte sich jetzt nicht wirklich. Als ich in dieser Seitenstraße schräg auf dem Fußweg stehend einen russischen Jeep mit laufendem Motor erblickte. Und als das Faktotum mich kurz darauf nickend aufforderte, du, steig ein. Es wurde nicht besser.
1990 hatten wir schon alles. Und ich steige in einen russischen Jeep ein, der mit laufendem Motor in einer Seitengasse steht. Bingo. Warum auch nicht? Wird bestimmt lustig. Ich saß kaum auf der Rücksitzbank, mein Begleiter nahm neben mir Platz. Der Beifahrer vor mir, der Offizier, nickte kurz in Richtung Fahrer. Dieser bewegte seinen Kopf keinen Millimeter, zuckte nicht, legte nur den Gang ein und wir rumpelten über das Magdeburger Kopfsteinpflaster. 1990. Naja, lassen wir das. Wir cruisten durch diverse Seitenstraßen und ich dachte nur, ein Sack über dem Kopf. Warum habe ich eigentlich keinen Sack über dem Kopf? Nach dem vierten, fünften Abbiegen hatte ich aber eh keine Ahnung mehr, wo wir uns befanden. Dann bogen wir auf einen alten Garagenhof ein. Es mag ja sein, dass ich etwas zu viel Fantasie habe. Aber in dem Moment dachte ich nur, das war's. Ich weiß zwar nicht warum, brauchen die Russen Gründe? Dieses barbarische Volk von gewalttätigen Besatzern, die sich laut meiner Vorfahren immer alles und jeden und jede genommen haben, was und wen sie begehrten, ihr findet dich keine Sau. Mein sonst so stabiler Ruhepuls schaukelte sich allmählich in Richtung Panikattacke. Doch alles, was ich mir ausmalte, war ganz offensichtlich nur meiner väterlichen Prägung geschuldet. Der Russe. Die Russen. Diese Russen nicht. Absolut nicht. Der Russe neben mir griff auf ein kurzes Nicken des Offiziers vor mir unvermittelt hinter die Rücksitzlehne in die Ladefläche des Jeeps hinein und hiefte eine Art überdimensionierte sandfarbene Reisetasche über die Lehne, ließ sie so halb auf uns und zwischen uns sacken, öffnete den Reißverschluss, zog die beiden Seiten der Tasche auseinander, deutete in das Innere und fragte, du, kaufen? Und darin lag wie bestellt die Uniform. Erleichtert entwich mir ein überspontanes Ja, ich wollte gar nicht gucken, was da drin ist. Ich gekauft, wie gesehen, gebombt, erledigt. Wenn diese Rumpelei mit mir am Ende überhaupt einen Sinn gehabt haben sollte, dann eventuell den, dass sie mich etwas verunsichern und mürbe machen wollten. Sie waren jetzt in der definitiv besseren Verhandlungsposition. In diesem Moment aber, sie nutzten sie nicht aus. Als ich sie fragte, was sie denn dafür haben wollten, sagte der Offizier nur, Obst. Wir holen uns Obst. Nun, auch das hätte alles bedeuten können. Die Mafia wäre am nächsten Tag gekommen und hätte den Stand übernommen. Die Russen nicht. Nachdem sie mich schnurstracks wieder zurückgerumpelten und ich die Uniform von Reisetasche in Bananenkartons umgeladen und auch erst dabei festgestellt hatte, was ich da alles erkummelt hatte, fiel ihre Forderung doch eher bescheiden aus. Sie wollten eine Kiste Clementine. Ich gab ihnen drei. Jeden eine. Fortan trafen wir uns, zum Erstaunen der Zonis, fast täglich an der von jungen, taffen, unabhängigen Magdeburgerin liebevoll betriebenen Kaffeebude. Der Besatzer, der Offizier, der Russe, der Kommunist in Uniform, der Imperialist, der Wessi, der Deutsche, der Kapitalist, der Obsthändler in der Chiquita-Schürze. Der Offizier sprach ein wirklich gutes Deutsch, kannte auch Braunschweig ganz gut. Das erklärte er damit, dass er in seiner Hauptfunktion russischer Sportoffizier sei und dass er dadurch in Sachen Sportaustausch auch schon öfter im Westen gewesen sei. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange unsere morgendlichen Kaffeebudentreffen liefen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass er und sein Kalfaktor sich irgendwann schon mal pro forma von mir verabschiedeten, weil sie nie genau wussten, wann es denn zur Abberufung kommen würde. Und bei der Verabschiedung flüsterte er mir im Verhalten zu, weißt du, Tovarisch, die größte Angst, die wir haben, ist die, dass wir zu Hause noch auf unsere eigenen Leute schießen müssen. Und da wurde mir und wird mir heute noch immer wieder extrem bewusst, wie dünn das Eis war, auf dem diese Wiedervereinigung in die Geschichte geschlittert ist. Und wie dankbar wir sein können, dass das damals so friedlich über die Bühne gegangen ist. Was aus ihm geworden ist, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass er jetzt längst im Ruhestand ist. Dankeschön.